Hallo, liebe Hausbauhelden. In dieser Haustour zeige ich euch ein Einfamilienhaus mit Dachterrasse. Und zwar das neue Musterhaus Artis 350 von Fingerhaus in Würzburg-Estenfeld. Bei diesem Fertighaus spielt aber auch das Thema nachhaltig bauen mit Holz eine große Rolle. Und das möchte ich euch ein bisschen näher erläutern, weil es für die staatliche Förderung von Einfamilienhäusern ab 2023 eine wichtige Rolle spielt. Wir stehen jetzt hier auf der rückwärtigen Giebelseite des Hauses und da sieht man nämlich auch schon die Besonderheit. Wir haben hier im Erdgeschoss Außenmaße von 9,55 m x 13,5 m und das Obergeschoss springt um 2,50 m zurück. Das nennt man dann Staffelgeschoss und auf diesem Rücksprung ist dann da oben die Dachterrasse von fast 20 Quadratmetern untergebracht, die eben auch sichtgeschützt ist, weil wir hier eben so eine geschlossene, hochgezogene Brüstung haben. Durch die Fassadengestaltung, wie sie jetzt hier gelöst ist, nämlich dieser Anbau mit dieser Holzverschalung, wirkt das Ganze eigentlich eher wie ein Anbau als jetzt wie ein Gebäude mit Staffelgeschoss oben. Wir haben hier so eine beigefarbene Holzverschalung drauf. Das ist eine Fichte, so ein Rautenprofil, vollflächig farbig gestrichen. Und wir sehen jetzt schon gleich, wenn wir hier rumkommen, auch das Haus hat keine weiße Putzfassade, sondern so leicht abgetönte Grautöne. Wir werden hier unterschiedliche Grautöne sehen. Wenn euch die Farbnummern interessieren, das sind Stohfarbnummern, schreibt es unten in die Kommentare. Ich kann euch das dann dort auch beantworten. Was man schon sieht, die Fenster, die Dachuntersichten, ist alles in Quarzgrau gehalten. Das ist dann der RAL-Farbton 7039. Es sind Kunststofffenster, die innen und außen in diesem Quarzgrau, so einem warmen Grauton gehalten sind. Die Dachuntersichten sind auch in Quarzgrau. Wir haben hier 80 cm Dachüberstand. Das Dach ist 25 Grad geneigt. Der Kniestock ist 2,15 Meter Rohbauhöhe. Das heißt, wir haben im Obergeschoss, wie wir nachher sehen werden, auch sehr, sehr gut nutzbare Räume und insgesamt dann bei diesem Haus 180 oder 187 Quadratmeter Wohnfläche. Wir gehen jetzt mal hier rum zum Eingangsbereich. Ihr seht schon, hier oben sind in diesem Kniestock auch noch mal so liegende Fensterformate drin. Das ist eben sehr schön, weil dann die Räume im Obergeschoss von zwei Seiten belichtet werden können. Ist natürlich auch optional auf der anderen Seite möglich. Und hier sehen wir jetzt, gibt es so einen geschützten Eingangsbereich. Das ist zum Beispiel schon ein Aspekt, der für die Nachhaltigkeit auch wichtig ist. Denn nachhaltig bauen heißt ja das ökonomische, also gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, ökologische und soziokulturelle, das heißt nutzungsbedingte Aspekte, stark gewertet werden in ihrer Qualität. Und so ein überdachter Eingangsbereich, der eben gleich schon belichtet ist, wo man wind- und regengeschützt ins Haus kommt, ist also auch schon ein Punkt, den man an der Stelle nennen kann, der wichtig ist. Übrigens ist auch die Sicherheit, dass man daran denkt, ein wichtiger Punkt. Der Eingangsbereich sollte einsehbar sein vom öffentlichen Raum, auch eine Kamera oder eine Überwachung kann da schon einen Zusatzaspekt bringen. Und wir haben hier auch ein Smart Home System, das man natürlich auch in die Sicherheitsarchitektur einbinden kann. Und je nachdem, wo so ein Haus steht, wie auch die Umgebung ist, die Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel oder an Kindergärten, wird eben dieser Nachhaltigkeitsscore hochgesetzt. Und deshalb brauchst du auch für jedes Haus eine eigene Zertifizierung. Jetzt schauen wir aber erstmal, wie es da drin weitergeht und was wir da für Qualitäten haben. Hat eine Fläche von 8,8 Quadratmetern, ist also ganz gut dimensioniert. Und was auch gleich auffällt, wenn man reinkommt, wir haben hier eine Geschosserhöhung, sodass es eine lichte Raumhöhe von 2,68 Meter, also fast 2,70 Meter hat. Das bringt schon eine Menge Luftigkeit. Diese Garderobe ist auch sehr luftig. Das ist auch so ein typisches Musterhaus-Ding. Man hat hier Platz, sich eine richtige Einbaugarderobe reinzubauen. Ich glaube, in einem Familienhaus würde ich auch nicht sowas haben wollen, was so
so einen Krach macht. Das ist gar nicht praktisch. Wenn ihr hier so einen Einbauschrank reinstellen wollt, was wirklich super empfehlenswert ist für einen Familienalltag, dann schaut doch mal gleich, dass ihr die Steckdosen so platziert, dass man einfach da auch die 60 cm Abstand von der Wand hat, dann stellt man sich da auch nichts zu. Was wir hier rechts sehen, ist eine gerade, einläufige, geschlossene Treppe. Das hat den Vorteil, dass wir gleich darunter eine Speisekammer sehen werden und dass man an so einer geraden Treppe auch später ganz guten Treppenlift installieren könnte. Also das sind so Kleinigkeiten, die eben auch für diese Nachhaltigkeitsbewertung, für die gute Nutzbarkeit tatsächlich eine Rolle spielen können. Ganz wichtig für die Nachhaltigkeit ist auch eine gute Tageslichtversorgung und ein guter sommerlicher Wärmeschutz. Das schauen wir uns gleich an. Das betrifft also die Verschattung. Hier haben wir eben auch nochmal ein bodentiefes Element, das erstens die Treppe gut belichtet und auch für diesen Flur oben eine Menge Licht bringt. Da gibt es auch nochmal eine ganz tricky Lösung, die ich euch nachher zeige. Jetzt schauen wir erstmal kurz auf den Boden. Haben wir nämlich ein Feinsteinzeug, so ein bisschen 80er Jahre Revival Terrazzo Optik. 60x60 mit einer sehr schönen Kante, mit einer rektifizierten, einer ganz schmalen Fuge. Das ist also ganz schön, passt hier ins Farbkonzept auch ganz gut rein. Wir haben hier so einen leicht abgetönten Beige-Ton, komplett überall an der Wand. Und man sieht auch schon, hier ist so ein mineralischer Putz drauf mit einer relativ groben Körnung, etwa 3 mm, so ein Spritzputz, der dann gestrichen ist. Das sind Stofffarbnummern, wenn da jemand Interesse hat, einfach in die Kommentare schreiben, dann werde ich euch das beantworten. Und ansonsten können wir nämlich sehen, dass das im ganzen Haus so einen warmen Ton reinbringt. Die Decken sind jeweils weiß. Auch das habe ich euch schon oft gesagt, bringt unheimlich viel Struktur in den Raum. Und jetzt schauen wir uns erstmal die Küche an. Der Koch-Ess-Wohnbereich gliedert sich hier so L-förmig und als erstes betreten wir hier die mit 19 Quadratmetern wirklich geräumige Küche. Und was ganz praktisch ist, ich habe euch das ja schon gesagt, hier gibt es einen kleinen Abstellraum, nochmal 4,3 Quadratmeter unter der Treppe. Das ist auf jeden Fall schon mal eine gute Sache. Diese Tür ist aber jetzt von der lichten Durchgangsbreite nur noch 57 cm. Und da würde ich euch, glaube ich, empfehlen, es passt nämlich mit der Treppe, da eine etwas breitere Tür einzubauen, weil wenn ich jetzt hier mit so einer Getränkekiste rauskomme, muss ich mich echt schon ziemlich dünn machen. Also Speisekammer super, 4 Quadratmeter, alles okay. Überlegt euch, ob ihr da eine breitere Tür einbaut. Hier gehen wir jetzt mal rein in die Küche. Das ist jetzt für mich auch so eine typische Musterhausküche. Wir haben hier eine offene Küchenrückwand. Das kann man natürlich machen. Man hätte aber auch natürlich die Möglichkeit, hier eine komplette Küchenrückwand mit mehr Stauraum zu haben. Dann würde ich mir auch überlegen, ob ich hier noch so eine Wandscheibe vorziehe, dass man da einfach dann nicht auf diese Ecken guckt und auf die Seitenwände. Aber auch das wäre natürlich kein Problem. Von der Tiefe ist es jetzt hier relativ tief, das sind 75 cm, hier 3 Meter lange Arbeitsfläche, da ist also auf jeden Fall genug Arbeitsfläche vorhanden. Und was mir jetzt gleich aufgefallen ist, die Geschirrspülmaschine ist jetzt hier an der engsten Stelle an diesem Durchgang platziert. Das wäre jetzt eine Sache, die ich mir überlegen würde, einfach wo man die hinmacht im Haus. Sehr schön ist, dass es hier eine ganz, ganz breite Tür gibt. Ich habe euch ja schon gesagt, Tageslichtversorgung spielt für diese Nachhaltigkeitsbewertung auch eine ganz große Rolle. Die Fensterelemente sind jetzt meines Erachtens schon erhöht. Das sind hier 2,18 Meter. Breit ist das Element 1,60, so ein doppelflügeliges Instrument, Element. Und das holt hier wirklich viel Licht rein. Wir hatten ja die Geschosserhöhung und dann sollte man eben die Fenster auch ein bisschen erhöhen. Wir haben jetzt hier noch einen Sturz drüber von 50 cm und man sieht, das passt von der Proportion noch ganz gut. Wenn man da jetzt so ein 2,1 Meter Standardfenster drin hat, dann wird der Sturz höher und irgendwann sieht das nicht mehr gut aus. Passt hier noch. Was ich ganz interessant finde, ist, dass hier oben die Steckdosen jetzt auch schwarz sind, also der Küchenfarbe angepasst. Das ist sehr schön. Rechts und links zwei immerhin. Jetzt haben wir hier unten noch eine. Die ist jetzt dann weiß, so wie die anderen Steckdosen auch. Auch da würde ich mir überlegen, ob die an der Stelle so sinnvoll sitzt, weil wenn da was drin steckt, kriege ich die Schublade nicht mehr auf und zu. Dann haben wir hier auf der anderen Seite so ein halbhohes Element. Das finde ich ganz schön, weil es den Raum ganz gut abtrennt. Ja, man hat hier also auch so ein bisschen einen sichtgeschützten Bereich in der Küche. Und diese Höhe
finde ich auch für einen Backofen sehr sinnvoll. Denn ein Backofen, da will ich eigentlich von oben auf mein Bratgut gucken und die sitzen manchmal so hoch in den Musterhäusern, dass das einfach gar nicht sinnvoll ist. Klassischerweise ist natürlich dann jetzt hier auch der Kühlschrank daneben. Und dann haben wir jetzt hier so eine Übereck-Lösung, wo man jetzt also praktisch diesen Raum hier nicht nutzen kann, weil hier nämlich auch nochmal diese halbhohe Theke davor gebaut ist. Also es ist natürlich ganz schön, man hat dann da Stauraum drin, den man von der anderen Seite nutzen kann. Dafür kann man jetzt hier weder sitzen, noch kann man jetzt von gegenüber irgendwie da stehen und mitschnippeln. Also die Möglichkeit nimmt man sich da, aber da muss natürlich jeder wissen, wie er es gerne hätte. Wichtig ist, dass in diesem Küchenblock in Nähe des Kochfeldes auch Steckdosen sind. Das ist jetzt hier wieder die Standardlösung, die man eben so aufklappen kann, wo hier eben auch die USB-Buchse drin ist. Und das Kochfeld mit dem Abzug nach unten, ich habe das jetzt in dem Format noch nicht gesehen. Das ist relativ klein. Ich nehme an, es ist hier angepasst auf die Teilung von der Küchenfront hier. Wir haben hier drunter eine Schublade. Da könnt ihr gleich mal reingucken von der anderen Seite. Denn man hat natürlich, wenn man diesen Abzug nach unten hat, dann hier so einen Bereich, der geschlossen ist. Das heißt, man kann von dieser Schublade nur den oberen Teil nutzen. Und ich denke, von der Fläche würde man natürlich auch ein größeres Kochfeld hier reinkriegen. Ist eine ganz interessante Lösung, dass man mal das Kochfeld so orientiert hat, dass man jetzt hier auf die Wand guckt und eben nicht zum Essplatz. Aber wie gesagt, Kücheneinrichtung ist ja ganz euch überlassen. Und jetzt schauen wir mal weiter in den offenen Essbereich. Auf dem Weg zum Essplatz kommen wir jetzt hier gerade an so einem Taster vorbei. Das ist also auch ein Smart Home. Das ist jetzt ein KNX-Schalter, das heißt ein kabelbasiertes System. Das heißt natürlich, dass ihr da immer schon von Anfang an wissen müsst, wo sind die Punkte, die ich ansteuern muss oder möchte. Die müssen dann verkabelt werden. Das System lässt sich im Nachhinein durch funkgesteuerte Komponenten ergänzen und erweitern. Der Hersteller bietet auch Systeme an, die komplett funkbasiert sind. Das ist dann die etwas kostengünstigere Lösung. Ich will euch nur kurz zeigen, hier ist jetzt die Beleuchtung steuerbar und dann sieht man schon, man kann eben auch die Beschattung hier steuern. Man kann zum Beispiel dann per Knopfdruck diese Lamellenjalousien runterfahren und man kann auch hier Raumtemperaturen abrufen und steuern. Das heißt, es ist also so ein multifunktionaler Schalter, den man unterschiedlich belegen und programmieren kann, jeder so, wie er es gerne hätte. Und die Lamellenjalousien fahren eben überall runter. Thema sommerlicher Hitzeschutz. Ihr habt also auch im runtergefahrenen Zustand eine Verschattungswirkung und könnt trotzdem noch rausgucken. Das ist der Vorteil jetzt gegenüber von Rollläden. Hier hinter uns sehen wir jetzt nochmal so ein Element, wie es auch in der Küche war. 1,60 breit, zweiflügelig, 2,18 hoch. Und wenn wir dann hier weiterkommen, sehen wir, dass es jetzt da auf der Seite zwei große Hebeschiebetüren gibt. Dieses Element ist jetzt 2,90 Meter breit, also fast 3 Meter. Der Öffnungsflügel ist dann entsprechend 1,45 Meter. Und man hat eben dann hier eine wirklich große Öffnungsfläche und diesen fast schwellenfreien Übergang nach draußen. Auch das eine ganz wichtige Sache, ein wichtiger Aspekt, dass man das Ganze eben an den Außenraum anbinden kann und einen hohen visuellen Komfort hat. So nennt sich das in der Nachhaltigkeitssprache. Was man hier auch sehen kann, hier gibt es eine kontrollierte Lüftungseinlage. Bei diesem Hersteller sind jetzt die Zuluftöffnungen im Boden verbaut. Die Abluft ist in Küche und Bad in der Decke bzw. im Obergeschoss in der Wand. Das zeige ich euch nachher auch nochmal. In der Küche haben wir jetzt das gerade nicht extra gezeigt. Und dann wird dieser Bereich jetzt vom Wohnbereich abgetrennt durch so eine Wandscheibe. Dieser Essplatz sind etwa 20,8 Quadratmeter. Das heißt, zusammen mit der Küche habe ich hier fast 40 Quadratmeter Wohnküche, was sehr schön ist. Und zu dieser Wandscheibe möchte ich euch auch was sagen. Das sieht man ja sehr oft in Musterhäusern. Die ist jetzt hier 2 Meter breit. Rechts und links habe ich jeweils 1,40 Meter Durchgang. Und man kann sich das überlegen, ob es nicht auch sinnvoll ist, rechts und links eine Wandscheibe zu haben und in der Mitte eine Schiebetür, die man auf und zu machen kann.
Dann kann man nämlich den Wohnbereich dahinter auch mal wirklich abtrennen, wenn da jemand seine Zeichentrickserie guckt, die man nicht hören möchte. Das nur so als ganz kleiner Tipp von mir. Das ist natürlich Geschmackssache. Viele nutzen auch diese Wandscheibe, um hier den Fernseher aufzuhängen. In diesem Wohnzimmer ist es jetzt mal so gelöst, dass man da hinten eine Wand hat, wo der Fernseher gut platziert werden kann. Folgerichtig sind da auch die Anschlüsse. Das klingt immer so banal, aber das muss man sich natürlich auch überlegen. Die sind jetzt hier unten drin. Und was man jetzt hier noch sehen kann, dieses Fenster über Eck, das ist jetzt hier eine Festverglasung, macht durchaus Sinn. Also man muss nicht jedes Element öffnen können. Das ist jetzt 1,50 breit, eben auch die 2,18 hoch. Ist für den Raum von der Belichtung über Eck sehr schön. Trotzdem funktioniert das hier mit der Möblierung. Und wenn ihr jetzt mal hier rüber guckt, gibt es da an der Wand noch so ein Deko-Element. Das ist tatsächlich Eichenholz, also richtiges Holz. Das ist angenehm fürs Raumklima, dieses offenporige Holz, das so ein bisschen Feuchte puffert. Das ist natürlich auch dekorativ. Aber ihr seht da hinten schwarz hinterlegt so eine Schattenfuge mit einem Textilbelag. Das Ganze ist auch für die Raumakustik gut. Wir haben ja hier überall die Fliesen drin. Das heißt relativ viele harte Oberflächen, auch große Glasscheiben. Und dann schluckt das natürlich hier etwas den Schall. Und auch die akustische Wohlfühlatmosphäre ist für so eine Nachhaltigkeitsbetrachtung wichtig. Also auch das kann man so beim Hersteller mitbemustern, wenn man möchte. Und ich finde das ein ganz schönes Element. Dieser Wohnbereich hinter mir sind übrigens noch mal etwa 21 Quadratmeter. Und jetzt schauen wir noch kurz hier nebenan. Hier gibt es nämlich noch ein Arbeits- oder Gästezimmer oder eben auch ein ebenerdiges Schlafzimmer, wenn hier später mal jemand auf einer Ebene unterkommen möchte. Das ist also auch ein wichtiger Aspekt für so einen nachhaltigen, flexiblen Grundriss. Das sind jetzt noch mal etwa 14,8 Quadratmeter. Hier ist jetzt ein Beraterbüro drin und hier haben wir jetzt auf dem Boden so einen sogenannten Designbelag. Das ist Eichegrau vom Design und das ist so ein HDF-Material, also so eine hochdichte Faserplatte. Das ist Holz, das unter hohem Druck und Hitze verpresst wird. Und ich sage euch das deshalb so genau, weil bei dieser Nachhaltigkeitszertifizierung auch die Innenraumhygiene eine große Rolle spielt. Das heißt, es dürfen nur bestimmte Materialien verbaut werden, die nachher auch nichts in die Raumluft abgeben, was irgendwie gesundheitsschädlich ist. Das geht hier so weit, dass es eben bis hinein in die Konstruktion geht. Hier wird nur Holz aus nachhaltigen oder nachhaltig bewirtschafteten Wäldern verbaut. Und zum Thema Nachhaltigkeit und Bodenbeläge und Innenraumhygiene sage ich euch auch gleich oben noch mal was. Jetzt gucken wir aber da vorne noch kurz in den Technikraum und ins Gäste-WC. Wir gehen jetzt nochmal durch die Diele hier in das Gästebad, also ein WC und eine Dusche. Auch hier gibt es nochmal einen Aspekt, was die Barrierefreiheit angeht. Wir haben jetzt hier eine Tür mit einer lichten Durchgangsbreite von etwa 80 cm. Auch hier würde eine breitere Tür vom Grundriss her reinpassen. Könnt ihr euch überlegen, wenn ihr hier gleich 90 cm habt, wärt ihr da später eben auch wirklich rollstuhlgerecht. Das Bad ist 5,5 Quadratmeter groß, ist also schon relativ geräumig. Und diese 1,50 x 1,50 Bewegungsfläche ist hier auch gegeben, die ich haben muss für so ein barrierefreies Bad. Also schon mal ganz wichtig, auch das Gäste-WC nicht zu klein planen. Hinter mir ist jetzt hier gleich eine hohe Brüstung von 1,35. Das ist also aus Sichtschutzgründen absolut empfehlenswert im Bad. Und das Element ist eben 1,60 breit, kommt sehr viel Licht rein. Was sinnvoll ist, wenn man so ein Fenster auch öffnen kann, hier hat man jetzt mal so einen reinen Kippbeschlag hier oben. Und da sieht man schon, der hat jetzt eine Griffhöhe von 2,10 Meter. Da muss ich mich also schon ordentlich auf die Zehenspitzen stellen, um das überhaupt noch auf und zu kriegen. Man muss das ja jetzt nicht ständig aufmachen, weil hier oben sieht man ja jetzt die Abluft von der Lüftungsanlage. Aber wenn man natürlich hier im Bad mal schnell was ablüften will, überlegt euch einfach, wenn ihr so ein Fenster platziert, wie ist meine Griffhöhe? Bin ich klein, bin ich groß? Komme ich da noch dran? Sinnvoll ist natürlich, dass dann hier auch gleich eine große Dusche drin ist. Das sind jetzt in dem Fall auch 90 x 90 mit so einer ganz flachen Duschtasse. Das ist also auch noch gut zu benutzen. So eine durchgefließte Dusche ist natürlich dann immer noch mal schwellenfreier. Das ist dafür etwas reinigungsfreundlicher. Und jetzt schauen wir uns mal die Haustechnik gegenüber kurz an.
Direkt gegenüber liegt jetzt der Hausanschluss, Haustechnik und Hauswirtschaftsraum. Bei einem Bau auf Bodenplatte ist das ja ganz wichtig. Da braucht man eben auch noch mal ein bisschen Stauraum. Auch dazu sage ich euch oben noch mal was. Hier haben wir jetzt 9,5 Quadratmeter. Das ist schon mal ganz gut. Da ist auf jeden Fall Platz für Waschmaschine und Trockner. Wir sehen da jetzt die kontrollierte Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung. Das wären die Stellen, wo man ganz leicht die Filter wechseln kann. Hinter mir ist jetzt eine Solewasserwärmepumpe zu sehen. Das heißt eine mit Tiefenbohrung, die Erdwärme nutzt und dadurch besonders effizient ist. Dann haben wir noch mal einen separaten Warmwasserspeicher, ein Ausgussbecken, da kommen die Hausanschlüsse hoch. Und so ein Raum ist natürlich, wenn man jetzt die Technik entsprechend sinnvoll verteilt, auch prädestiniert dafür, dass man da noch mal einen großen Schrank einbaut. Zum Beispiel einen Garderobenschrank für die Sommer- und Wintergarderobe im Wechsel, für einen Kinderwagen, für Schuhe, all das, was man jetzt in dieser offenen Diele vielleicht nicht so unterbringt. Also auch da ein bisschen überlegen, wenn man diesen Raum einrichtet und die Technik da drin verteilt, wie möchte ich den hinterher noch nutzen, was möchte ich da an Abstellmöglichkeiten noch unterbringen. Zum Thema nachhaltig bauen gehört natürlich auch die Energiebilanz, also natürlich das, was das Gebäude verbraucht, aber auch das Selbsterzeugen von Energie spielt eine Rolle. Ihr habt ja vielleicht eben beim Drohnenflug gesehen, wir haben auch 4,3 Kilowatt Peak Photovoltaik auf dem Dach und hier in den Technikraum kommt dann natürlich auch noch ein Batteriespeicher und ein Wechselrichter. Jetzt schauen wir mal nach oben. Ich habe ja schon gesagt, eine gerade einläufige Treppe mit Setzstufen, also geschlossen, sodass man Abstellraum darunter haben kann. Wir haben jetzt hier Stufen, Buche, Keil gezinkt. Die sind mit so einem Querschliff versehen. Das sieht ganz modern aus und ist auch so ein bisschen rutschhemmend, rustikal gebeizt. Und ganz schön ist eben dieser Wandhandlauf, auch mit LED-Hinterleuchtung, sodass man hier abends eben auch Sicherheit hat. Auch das Tageslicht, das hier reinkommt durch dieses Fensterelement, spielt nochmal eine Rolle für die sichere Begehbarkeit der Treppe. Und vielleicht noch ganz kurz zu diesem Thema klimafreundlich bauen. Das ist ja dieses Förderprogramm, das ab nächstes Jahr gelten soll. Und da spielt eben dieses QNG-Siegel eine wichtige Rolle, dieses Qualitätssiegel für nachhaltige Gebäude. Und dieses Haus entspricht eben schon diesem Effizienzhaus 40 NH mit Nachhaltigkeitsklasse und wäre damit auch förderfähig. Jetzt schauen wir uns mal an, wie es oben aussieht. Der Flur hier oben ist 5 Quadratmeter groß, hier wird also kein Platz verschwendet. Trotzdem ist es durch diesen Trick mit dem Fenster durchs Bad, das ich euch nachher zeigen werde, hell hier oben. Es kommt also Licht rein ohne großen Aufwand. Wir haben jetzt hier so eine Kehlbalkendecke drin, die sitzt hier auf einer Höhe von 2,57 Meter, ist also auch etwas höher, was ganz schön ist für die Raumproportionen. Und wie ihr hier schon sehen könnt, gibt es da so eine Klappe auf den Dachboden. Das ist ja als Stauraum auch immer noch mal wichtig. Wir haben da eben mal kurz hochgeguckt. Die Dämmebene liegt in der Decke, das heißt, die Dachschrägen sind nicht gedämmt. Der Raum ist also Temperaturschwankungen ausgesetzt, aber unempfindliche Dinge kann man da lagern, wenn der Boden begehbar ist. Hier liegt jetzt schon so ein Rauschbund drauf, das heißt, man kann das wirklich als Lagerraum nutzen. Ihr habt dann eine lichte Höhe da oben noch von etwa einem Meter, wenn ihr die Kehlbalkendecke in dieser Höhe sitzen habt und ein 25 Grad geneigtes Dach, 2,15 Meter Kniestock. Auch das ist vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant. Hier hinter mir haben wir jetzt zwei gleich große Kinderzimmer. Das eine ist als Büro und das andere als Kinderzimmer eingerichtet. Da schauen wir jetzt auch noch rein, weil die von der Belichtung etwas unterschiedlich sind. Kinderzimmer sind jeweils 15,5 Quadratmeter groß. Auf dem Boden haben wir hier im ganzen Obergeschoss außer in den Bädern so einen Teppich aus Polypropylen, der ist sehr strapazierfähig
und dünstet auch keine Weichmacher oder sowas aus. Also auch das wieder zum Thema Innenraumhygiene. Was man jetzt hier sehen kann, dieser Kniestock Rohbauhöhe 2,15 schafft jetzt hier innen noch einen Kniestock mit einer lichten Höhe von 2 Metern. Das ist also überhaupt keine Einschränkung für die Möblierbarkeit und Nutzbarkeit. Hier könnte natürlich jetzt auch noch ein Fenster sitzen. Das schauen wir uns nachher auf der anderen Seite an. Wäre für ein Kinderzimmer auch schön. Was man aber hier schon sieht, wir haben hier wieder dieses große zweiflügelige Element, 1,60 breit. Hier oben ist das jetzt noch etwa 1,90 hoch, wo wirklich sehr viel Licht reinkommt. An der Wand haben wir jetzt hier im Obergeschoss nicht mehr diesen Spritzputz mit der 3 mm Körnung, sondern ganz glatt gespachtelt, Q2 mit Malervlies drauf gestrichen. Die Kniestockwand ist mit einer Fototapete gestaltet und hier haben wir natürlich jetzt von den beiden Kinderzimmern aus den Austritt auf diese große Loggia oder Dachterrasse, die eben fast 20 Quadratmeter hat. Hier hat man jetzt eine relativ hohe Austrittsschwelle. Die Höhe der beiden Ebenen ist jetzt hier gleich hoch. Auch das ist nicht ganz trivial, weil hier drunter ist ja Wohnraum. Das heißt, hier muss ein relativ dickes Dämmpaket drauf liegen. Und dieser hohe Schwelle ist natürlich hat natürlich was mit der Feuchtigkeit zu tun, dass da nichts reinläuft. Ja, wenn man das jetzt anders haben will, muss man hier einen Aufwand betreiben, nochmal mit so einer Spritzschutz- und Ablaufrinne. So wird das Ganze ein bisschen einfacher. Jetzt haben wir hier die große Terrasse. Ihr könnt mal kurz mit rauskommen und gucken. Das verbindet quasi die beiden Kinderzimmer. Es gibt hier eine Rundlaufmöglichkeit. Es wäre auch möglich, das Ganze umzudrehen, dass man hier Elternschlafzimmer und Bad hat. Zum Beispiel mit Sauna, dann hätte man hier schon einen geschützten Freibereich und vielleicht sitzen die Eltern auch abends eher mal gemütlich auf dem Balkon als die Kinder. Aber das müsstet ihr natürlich dann abstimmen auf euer Grundstück, eure Bedürfnisse und wie euer Haus ausgerichtet ist von den Himmelsrichtungen. Das zweite Kinderzimmer hat auch 15,5 Quadratmeter und ist wie gesagt ein Beraterbüro. Wir gucken trotzdem kurz rein, weil wir nämlich hier so ein Kniestockfenster drin haben. Das hat jetzt eine Brüstungshöhe von 80 cm. Die Fensteröffnung ist standardmäßig diese 70 cm hoch. Das heißt, im Sitzen kann man da sehr gut rausgucken und ich finde, man sieht auch schon für den Raum, dass das einfach sehr, sehr viel bringt. Da oben drüber braucht man noch mal relativ viel Platz, weil da sind ja Rollladenkästen drin. Hier im Obergeschoss sind Rollläden drin, die eben auch richtig verdunkeln können. Und diese 80 cm Brüstung ist eigentlich optimal, weil man da von der Möblierung auch guten Schreibtisch drunter stellen kann. Jetzt gehen wir direkt nahtlos weiter ins Kinderbad. Das ist natürlich absolut sinnvoll, dass es hier oben ein zweites Bad gibt. Das haben wir hier und es ist eben jetzt mit 6,2 Quadratmetern auch relativ groß und geräumig. Das heißt, wir haben hier um die Ecke Platz für eine große, breite Nische mit einer Dusche, die komplett gefliest ist, mit einer Tür abgeschlossen, einmal einen Meter, wirklich sehr komfortabel für ein Kinderbad. Auch hier wieder die 80 cm hohe Brüstung. Dieses Fenster ist fast 2 Meter breit, zweiflügelig, also auch gut zu öffnen. Wenn ihr so viel Platz in einem Kinderbad habt und habt zwei Kinder, kann ich euch nur empfehlen, macht ein breites Waschbecken, wo die auch nebeneinander Zähne putzen können, vielleicht sogar mit zwei Hähnen. Und richtet das Bad so ein, dass der Spiegel auch so niedrig hängt, dass sich da Kinder auch schon angucken können. Jetzt gehen wir gegenüber in den Elternbereich, der mit Bad en Suite und eigener Ankleide wirklich eine Welt für sich ist. Als erstes gucken wir ins Schlafzimmer. Das hat etwa 16,3 Quadratmeter. Wir haben jetzt hier ein Himmelblau oder so ein Blaugrau. Das ist, glaube ich, der Sto-Farbton 16220. Die anderen Farbnummern, wie gesagt, sage ich euch, wenn ihr sie wissen wollt. Und hier um die Ecke gibt es jetzt gleich die angeschlossene Ankleide. Die ist jetzt etwa 6,5 Quadratmeter groß. Man sieht schon die Problematik von der Ankleide mit Dachschräge, aber das ist hier eigentlich ganz gut gelöst. Ihr habt hier 1,50 wirklich volle Schrankstellfläche. Hier mit dem 2 Meter hohen Kniestock würde man auch noch einen 2 Meter hohen Schrank reinkriegen. Und dieses Fenster ist 98 cm breit. Warum sage ich euch das? Weil hier eben darauf geachtet wurde, dass dann da auch wirklich die 60 cm
Quadratmeter noch sind, dass man da einen Standardschrank noch reinstellen könnte. Ihr glaubt nicht, wie viele Ankleiden ich schon gesehen habe, die man nicht möblieren kann. Auch hier haben wir wieder die 80 cm hohe Brüstung und etwa 70, 72 cm lichte Öffnungshöhe von diesem Fenster. Darüber ist noch Platz für den Rollladenkasten. Und da in der Ecke seht ihr dann, da ist nochmal eine Abluft von der Lüftungsanlage. Da müsst ihr natürlich dann auch immer gucken, dass ihr euch die nicht zustellt mit Schränken. Jetzt haben wir alle Räume hier im Musterhaus Artis gesehen. Wenn ihr euch die Grundrisse noch mal in Ruhe anschauen wollt, habe ich euch unten wie immer einen Link in unsere Hausdatenbank gesetzt. Da könnt ihr noch mal gucken. Eine Preisinfo gibt es im Moment vom Hersteller leider nicht, weil sich die Preise gerade sehr volatil entwickeln. Aber es gibt hier eine relativ hohe Kostensicherheit. Zum Beispiel eigene Auditoren für dieses Nachhaltigkeitszertifikat. Das heißt, ihr habt da einen Paketpreis und seid da relativ sicher, was die Kosten und die Beantragung der Förderung angeht. Wenn ihr euch das Haus selber mal anschauen wollt, es steht hier in Würzburg-Estenfeld, ganz nah an der A7. Es gibt auch noch ein paar andere Musterhäuser hier in der näheren Umgebung. Und in der Regel sind die geöffnet mittwochs bis sonntags von 11 bis 18 Uhr. Wir haben auch für ein kleineres Artis schon mal eine Haustour gedreht. Die verlinke ich euch noch mal hier, wenn ihr euch die anschauen wollt. Und wenn ihr insgesamt noch mehr Videos von uns schauen wollt, dann abonniert doch unseren Kanal. Am besten mit Glocke, denn dann verpasst ihr auch alle weiteren Videos nicht von und für Hausbauhelden.